Also bei uns im Steinlachtal, da erkennt man ja die Reichschmeckte daran, dass die keine Anhängerkupplung dran haben. Also samstags ist bei uns Tag der Arbeit. Was ein rechter Mann ist, da kommt der Hänger raus und dann fährt man auf die Streuobstwiese und tut Obst dran oder Beim schneiden oder man geht in den Wald und macht Holz. Man kann auch Sperrmüll wegfahren. Auf jeden Fall hat man immer irgendwas mit dem Hänger zum Fahren. Ich habe sogar den Verdacht, dass bei uns im Steinlachtal manch einer den Hänger leer spazieren führt. Nur um Männlichkeit vorzutäuschen. Kurz und gut, man kann sagen, das Steinlachtal ist vermutlich die einzige Gegend in der Welt, wo der Hänger ein Symbol für Männlichkeit ist. Ein paar Kilometer weiter, Stiebingen, da ist das ganz anders. Da darf man sich schämen, wenn man eine Anhängerkupplung hat. Ich kenne halt den Dr. Gscheidli, ja, und der sagt zum Beispiel, also seit er ein E-Bike hat, sagt er, fährt er alles mit dem Fahrrad. Und wenn er mal weiter weg muss, nur öffentliche Verkehrsmittel. Und der Mann ist hochintelligent, der ist sogar Professor und hat einen Lehrstuhl, jetzt pass auf, für, oh, das ist immer schwer zu merken, vergleichende philologische Phlegmatologie. Also auf Schwäbisch, der schafft nichts. Und wenn ich nichts schaffe, ja, dann kann ich leicht mit dem Fahrrad rumfahren. Und wenn ich gar nichts schaffen will, dann fahre ich mit dem E-Bike. Würde aber der Herr Professor, so wie ich, eine Streuobstwiese bewirtschaften oder ein wertvolles Biotop pflegen und Artenschutz betreiben oder den nachhaltigen Brennstoff Holz aus dem Wald schaffen, dann wäre er mit seinem E-Bike schnell am Ende. Dann will ich mal sehen, wie der mit der Straßenbahn bei mir auf der Wiese die 12 Zentner Äpfel in die Musti fährt. Er bräuchte einen lauten, hässlichen Balkenmäher, eine Motorsäge, natürlich einen Hänger, also einen Anhänger, und damit er mit dem Hänger nicht gleich hängen bleibt, sogar einen SUV. Heute muss sich der, wo schafft, bei dem entschuldigen, wo nichts schafft. Vermutlich entsteht hier eine ganz neue Form der Unterdrückung der arbeitenden Klasse.